Wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Sintenmeer. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir spielen heute ein weiteres kleines Indie-Game von itch.io. Dieses Mal heißt es The Passage. Wie man sieht, sieht man gerade hier keinen Titel. Ich werde euch natürlich alles wieder in die Infobox unten packen. Und da es hier sehr still ist, würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. So. Und da sind wir direkt drin. The Passage. In diesem Spiel geht es darum, wir sind mit einem Auto liegen geblieben. Unserem Auto wahrscheinlich. Haben keinen Sprit mehr und müssen, wie man links unten sehen kann, wir müssen zwei Kanister finden und sind in einem sehr offenen, winterlichen Areal. Wir haben auch einen Lebensbalken. Und der macht mir ein bisschen Sorge. Das gebe ich zu. Denn ich bin nicht sonderlich gut in Spielen, in denen man sich irgendwie nicht wehren kann und weglaufen muss. Und ich renne grundsätzlich immer, immer in Gegner rein. Es ist sehr offen, wie ich jetzt schon bemerke. Also es gibt keinen festen Weg, den wir gehen können. Ich renne mal ein bisschen. Und wir müssen eben einfach diese zwei Kanister finden. Wieder ein kleines Spiel, das, ich glaube, nicht länger als 15 Minuten gehen sollte, wenn man sich wahrscheinlich nicht ganz so blöde anstellt. Ich denke, ich gehe mal auf der Straße. Obwohl ich immer glaube, dass die Straße nicht immer der richtige Weg ist. Aber Straßen führen normalerweise zu Menschen, zur Zivilisation. Straßen führen zur Zivilisation. Kann ich da nicht einfach jemanden fragen, ob ich telefonieren darf? Okay, die haben nicht mal Fenster. Die haben kein Telefon. Vielleicht könnte ich einen Schlauch holen und was abzapfen. Kacheln an der Wand. Dieses Fass sieht sehr auffällig aus. Die Frage ist jetzt natürlich, das ist sehr dunkel. Ist das ein Bett? Was ist das? My van's engine is broken. I went to find a mechanic. Also, da ist die Mechanik im Eimer gewesen und es wurde ein Mechaniker gesucht. Jemand hat eine Waffe gefunden im Versteck. Ich werde euch so schnell wie möglich treffen. Alex und Mark, geschrieben von Dave. Okay. Im Versteck. Ist das hier nicht das Versteck? Ist das hier nicht das Versteck? Was natürlich direkt bedrohlich wirkt, wenn jemand von einer Waffe redet. Mal durch. Gut, gehen wir da rein. Oh. Medizin. Spritzen. Kann ich aber nicht nehmen. Medizin, Drugs. Drugs. Kerzen. Aber wer macht denn die Kerzen an? Ich wünschte, wir könnten zurück zu den schönen Tagen. Ich vermisse den Anblick meiner Liebsten, aber sie sind jetzt alle gegangen. Sortage, nicht eher Storage? Also Essen und Wasserlager. Ich bin gerade vor dem Schrank erschrocken, vor dem Tisch. Oh, weil ich jetzt die ganze Zeit. Das macht der Kopf. Das macht direkt der Kopf. Angst projizieren. Ja, so lockt man auf jeden Fall wilde Tiere an. Wenn man
man sein Essen hier verbreitet. Eine Couch. Kerzen. Wer macht hier die Kerzen an? Ich meine, bei den ganzen Löchern in den Wänden dürfte doch eigentlich... schau nicht nach Dave, er wird in ein paar Tagen zurück sein, Alex. Es tut mir leid, Maria, aber ich werde dem Fremden das Waffenarsenal, würde ich es fast sagen, am Turm zeigen. Wir brauchen Hilfe, um die Ghule zu bekämpfen, Alex. Ghule. Wir gehen mal zum Wasserturm. Okay, es gibt hier also Ghule und hier haben ein paar Leute so ein bisschen The Walking Dead mäßig, ja? Hier haben sich ein paar Leute verschanzt dahin. Warum sehe ich das denn nur, wenn ich dahin gucke, dass da Gebäude sind? Man, es gibt doch noch so ein anderes Spiel, in dem man auch durch so eine Winterlandschaft läuft und versucht zu überlegen. Ich, The Long Dark? Daran erinnert es so ein bisschen. Da ist nochmal ein Zettel. Oh. Die Zeiten sind hart und Menschen können auch Monster sein. Das ist sehr wahr. Und die hier sind sehr tot. Aber sind Ghule nicht Menschen, die getötet wurden und dann wieder aus den Gräbern steigen? Also anders als Vampire? So, das hier ist der Turm, oder? Gibt's hier eine Waffe für mich? Nein. Also gehen wir mal zum Wasserturm. Da hinten. Ich habe ihn gesehen. Okay, die bewegen sich. Okay, die müssen wir meiden. Alles klar. Ich weiß nicht, wie viel es davon gibt. Ich hoffe nicht allzu viele. Ich werde übrigens, wenn es zu lang dauert, also wenn ich jetzt Ewigkeiten hier rumirre, werde ich es nicht schneiden. Ich werde es wieder verschnellern. Auch nochmal mit schöner Musik natürlich. Passend zu dieser ruhigen Musik hier. Aber... Frage ist, komme ich da hoch oder ist das das Ende der Map? Das ist das Ende der Map. Okay, weiter komme ich nicht. Es ist also nicht so open world lastig, wie es scheint. Und ich glaube, ich habe mich schon vollkommen verlaufen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Das waren die Türme, ne? Oder sind das andere Türme? Nein, nein, das waren die Türme. Okay. Da ist die Frage, wie viele... Okay, es ging noch in drei verschiedene andere Richtungen. Ich bin ja einfach irgendeinen Berg hochgelaufen am Anfang.
meine Nase juckt schon wieder. Also ich muss zugeben, ich bin ja kein, also so gar kein draußen Mensch wirklich. Oh. Aber wenn ich mir so denke, du verläufst dich im Wald, es ist auch noch Winter. Also jetzt mal eine Gule beiseite, aber allein dieser Umstand, du bist irgendwo verloren in der Wildnis und all deine Technik, die du hast. Randalieren wieder. Alle Technik, die du hast, bringt dir nichts. Also du bist ganz auf dich allein gestellt. Das ist echt unangenehm. Da ist ein Straßenmast. Straßenmasten bedeuten Zivilisation. Hoffentlich. Kann ich da hoch ins Licht? Ich könnte doch einfach jetzt zu Fuß nach Hause gehen. Oder nicht? Oh. Hallo, hallo Alpha-Wand. Alles klar. Oh, es ist schon schön. Es sieht schon schön aus. So. Wir rennen ein wenig über die Straße und schauen mal. Bis jetzt noch keinen Kanister gefunden. Ein großer Stein. Vielleicht habe ich ihn aber auch übersehen. Ich weiß nicht, ob der irgendwie aufleuchtet, wenn wir den anvisieren. Aber ich glaube, ich habe ziemlich gut geguckt. Hoffentlich. Hoffentlich. Da gehen wir jetzt mal. Wir gehen jetzt mal wieder in den Wald rein. Halten natürlich die Augen nach Ghoulen auf. Da ist auch noch ein Weg. Das Geräusch von den Schritten geht einem nach der Zeit schon so ein bisschen auf die Nerven. So ein bisschen. Es gibt ein Spiel, das ich auch sehr gerne auf diesem Kanal noch spielen wollen würde. Das heißt The Path. Und da geht es auch um den Wald. Und da ist es oberste Regel, wenn du auf dem Weg bleibst, passiert in dem Spiel nichts. Du musst die einzige Regel brechen, die du hast, auf dem Weg zu bleiben und in den Wald reingehen. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Also ich habe dieses Spiel vor ein paar Jahren schon mal gespielt. Die Bäume sehen auch süß aus. Ist auch ein Spiel von 2009. Die Grafik dementsprechend auch jetzt nicht die beste, aber Alpha-Band. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Spielkonzept. Und ich würde mir wünschen, dass wir jetzt hier gleich mal irgendwas finden. Da war ich noch nicht. Sind wir sicher? Ich glaube, wir sind sicher. Wo ist eigentlich die versprochene Waffe? Kann ich die Tür zumachen? Ich bleibe einfach hier. Du hast geschlafen, also habe ich dir diese Nachricht hinterlassen. Ich bin zu Alex Versteck gegangen, um ihm mit dem Fremden zu helfen. Geh nicht nach draußen, es ist gefährlich, Mark. Oh ja, wir haben einen. Warum bewaffnen wir uns denn nicht? Hier, zumindest die Axt. Alles verfallen da draußen, ne? Alles verfallen.
aber eine Waschmaschine. Okay, das ist also... Ich würde sagen, Mary hat hier gewohnt. Maria, nicht Mary. Maria. Ich weiß nicht, warum wir uns nicht bewaffnen. Wer baut denn hier so mitten ins Nirgendwo so eine Hütte? Ich meine, klar, hier sind Strommasten, die übrigens nicht mit Kabeln verbunden sind. Das heißt, es kann da keinen Strom geben. Ist das die Hütte, wo wir hinten schon waren? Nee, das ist nochmal eine andere. Okay. Wir finden nie wieder zu unserem Auto zurück. Gott sei Dank sind die Ghule nicht so aufdringlich. Also nicht so überhandnehmend, sage ich jetzt mal. Und haben einen sehr großen Abstand zueinander, dass man, glaube ich, keine Angst haben muss, reinzurennen. Die andere Frage ist, ob das ein und derselbe ist, der mich irgendwie verfolgt. Hat der Schuhe an? Hat der Schuhe an? Ich weiß nicht, inwieweit er mich wahrnehmen kann, wenn ich jetzt da in die Hütte reingehe. Ich guck trotzdem mal hinter mich. Nicht, dass der... Patrouilliert er diese Hütte? Der Dreckige? Nee. Da ist wahrscheinlich eh nichts drin, weil beide Kanister so... Oh. Doch, gut. Ist das hier das Versteck von Mark? Das sind... enorme Schraubenzieher. Dreher. Gut. Geh zum Auto zurück. Ja. Das Auto. Ist. Da macht es Sinn, wenn ich jetzt diesen... Meine Nase, Entschuldigung. Wenn ich jetzt den Masten folge, oder? Nehmen die Ghule jetzt zu? Nein. Was ist das für ein komisches Geräusch? Wir gehen einfach mal. Oh Gott, ich hoffe, ich komme irgendwo an. So. Irgendwo, was nicht der Tod ist. Es ist nichts Schlimmes an diesem Spiel. Oh, wir sind wieder hier. Wir sind wieder hier. Wir sind... Ich glaube, von da gekommen. Hoffe ich. Was erwartet uns jetzt noch? Also ich meine, ja, man kann theoretisch sterben. Doch
eigentlich quer durch den Wald gekommen, oder? Ich hab dich im Blick, mein Freund. Wir sind doch nicht von da hinten gekommen. Oder doch? Die große Frage ist, ob mich diese Straßen wirklich dahin führen, wo ich will. Ja, führen sie. Okay, super. Du hast gewonnen. Alles klar. Gut. Dann war es das. Eine nette kleine Abwechslung zu den anderen Spielen, die wir bisher gespielt haben. Sehr ruhig, ohne Jumpscares, ein bisschen in der Gegend rumwandern, mit Gegnern, die jetzt nicht wirklich so gefährlich waren. Also ich weiß nicht, wie sie gewesen wären, wenn wir in ihrer Nähe gekommen wären. Ja, die Musik war schön, die Schritte sind einem ein wenig auf die Nerven gegangen, aber eine wunderschöne Umgebung eigentlich. Also ich liebe Winter, Winter ist immer schön. Bin ein totales Winterkind, deswegen. Ja, das war The Passage und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao!